Wanderung vom Bärenkopf nach Guttenbrunn. Los geht's. So, jetzt geht's von der Straße weg. Den Lebensweg Nummer 22 und Weg Nummer 64 Richtung Treblüttelberg. Da gibt es zwei Gipfel, die möchte ich mir anschauen. So, jetzt geht's auf den ersten Treblüttelberg rauf. 1014 Meter ungefähr. Mal schauen, ob da was Interessantes gibt für uns. Ja. Bin schon fast am ersten Treblüttelberg West, heißt der oben. Schöne Felsen wieder, Steinrücken. Da. Natürlich Wenzberger Granit. Was sonst? So. Aufmarschieren. Wieder angelehnt an den Felsen, schön herrlich. So, da gehen wir ganz rauf. So, jetzt geht's wieder runter und auf den nächsten Treppenberg rauf. So, ein kurzes Stück, den Wenzbergweg. Nun geht's auf den Treblüttelberg Ost.
Ja, bin fast am Gipfel von Treblöchelberg Ost. Schauen wir darauf kommen. Mal rechts vielleicht. Das ist abgebrochen wahrscheinlich. So. Tausendneunundzwanzig Meter Seehöhe, höchster Punkt. Treblöchelberg Ost. Ja, irgendwelche Tiere. Da links nennt sich Forsthaus Schöngrund. Ich gehe gerade weiter bis zur Landesstraße, dann ein Stück. So, ich weiß nicht, ist das das Annakreuz? Bin schon wieder bei Bergluke. Dreikönigweg, gescheit. Rechts wieder die Waldbahn und links geht es jetzt so drei Sehenswürdigkeiten. Zwettelsteinhülle, Zwettelstein und Opferschalle. Schauen, wo wir die finden. Dranbleiben. So, hier rechts sollte die erste Hülle sein, die Zwettelsteinhülle laut Plan. Das wird die Höhle sein, nehme ich an. Das dürfte die Höhle sein.
So, jetzt geht's weiter auf den Zwettelstein.
ganz am Gipfel. Ich zeige euch, warum der Berg Opferschale heißt. Ich kletter da jetzt nicht drauf. Der Stein mit der Schale. Stark besucht. Sieht man schon eingedrückte mit Pfade hier. Mehr. Aber da gibt es ausgetretene schöne Pfade. Anscheinend. Da hinten gibt es noch was. Nach rechts abschwenken.
Auf jeden Fall eine Exkursion wert hier, der Opferschalleberg. Herrlich. Auf den letzten Berg, den Kreuztaner Berg mit 943 Meter Seehöhe und dann der Einspürt nach Gutenbrunn.